Da war ich beim Zahnarzt und da wurde man mal tiefer untersucht und dann hatten sie da etwas gefunden, was halt in meinem Mund nicht hingehört. Das war quasi wie so ein Geschwulst. Und ich werde jetzt erstmal das hier machen, bevor ich dann meine Story erzähle. Emily, Patrick sollte längst hier sein. Wow, gut, dass du es auch mal merkst. Glaubst du, es ist etwas passiert? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Nein, es ist sicher alles in Ordnung. Oder er hat einfach nur Angst davor, wieder von dir angeschrien zu werden. Was bist denn du für eine Mutter? Mach jetzt lieber solche mit dem Teppich, oder war hier wieder so eine Fotofolge? Ja, die hatten hier etwas gefunden. Sie wussten nicht, ob es ein Tumor ist, ob es Krebs ist, ob es ein weiterer Zahn ist, ob es sonst irgendwie eine Kieferveränderung ist. Das war für mich erstmal schön, wenn dann auch wirklich auch sagte, wir müssen das jetzt mal röntgen. Würde es irgendetwas, wir wissen nicht, was es ist. Auf dem Röntgenbild hat man wohl hundertprozentig auch noch nicht erkennen können, was jetzt das Problem ist. Und wie sie dann gesagt haben, sie müssen jetzt unbedingt operiert werden. Das könnte Krebs sein. Und ich denke, Alter, sowas kannst du mir nicht sagen und mir dann nur versuchen, eine scheiß Drecks-Vorsorgeuntersuchung, wie heißt, professionelle Zahnreinigung, da nochmal aufzuquatschen. Kostet 70 Euro, müssen sie extra zahlen. Krankenkasse zahlt das wohl bis zu einem gewissen Teil. Weißt du, wenn du mir in einem Sekunden sagst, es könnte theoretisch Krebs sein oder ein Tumor, denke ich mir auch nur so, what, ne? Was ist jetzt los? Und dann kommt auch einer an mit, ja, hier, bla, ne? Gott sei Dank war es tatsächlich nur ein weiterer Zahn. Ich habe nämlich den Zahnarzt gewechselt, weil das war echt für mich Horror. Es war auch sehr schön, die haben auch. Kein Wunder, dass sie das Röntgenbild nicht entziffern konnten. Die haben scheiße geröntgt, die haben das Röntgenbild sogar falsch beschriftet. Klasse Zahnarzt, also echt. Kann ich nur empfehlen. Ja, und mein neuer Zahnarzt, der hat sich das angeguckt. Das war, wie gesagt, echt wirklich nur ein weiterer Zahn, der viel zu viel war, der sich da gebildet hat. Problem wäre nur gewesen mit der OP, dass. Wenn der Zahn zu sehr an der Zahnwurzel liegt, das war zwischen zwei Zähnen, hätte es sein können, dass diese Wurzel beschädigt wird und ich dann hier unten die Zähne hätte verlieren können. Weil, wenn die Wurzel angegriffen ist und sie abstirbt, dann war es das. Da habe ich auch nur gedacht, dass sofort, eben jetzt hier nicht so. Was ist das? Warum muss man? Ich meine, klar, Risiken muss man sagen, aber das ist dann halt echt. Ein Zeitpunkt, wo ich sowieso sensibel bin. Ich bin nicht gerne beim Zahnarzt oder überhaupt bei Ärzten. Ich habe da nämlich ehrlich gesagt Angst vor, weil ich zu oft nämlich eben scheiß Ärzte hatte und kacke behandelt wurde. Panik, ne? Und dann kommt da ein Scheiß nach dem anderen. Und alles immer so nebenbei. Das hasse ich, ne? Da wird ich richtig kirre bei. Und die OP war auch sehr schön. Ich fand das auch toll, wenn ich sage, Alter, ich bin an wirklich Angstpatient. Ich war schon etwas länger beim Zahnarzt nicht mehr. Weil ich eben einfach da noch so ein bisschen traumatisiert bin. Hatte als Kind einen sehr, sehr schlechten Zahnarzt, muss ich dazu sagen. Der hat mich fertig gemacht, ohne Witz. Dementsprechend, wow. Ja, Narkose. Hätte ich selber, weil es war auch noch so schön, haben sie gesehen, okay, Weisheitszähne müssen auch noch mit raus. Ja, ich könnte eine Vollnarkose machen, dann würden sie alle ziehen. Das müsste ich allerdings bezahlen, das wären so um die 350 Tacken. Eine Krankenkasse würde das nicht zahlen. Oder halt eine Sedierung, die läge bei 170 Euro. Oder halt die standardörtliche Betäubung, die wäre umsonst. Gut, dass ich kein Geld habe, musste ich die normale nehmen. Ich war fix und fertig. Ich meine, gut, die haben mir angeboten, dass sie mich dann halt noch ein bisschen, was war das, ein Beruhigungsmittel da verabreichen, dass ich da komplett entspannt bin. Das war für mich Horror. Ich war wach dabei. Ich hab's jetzt hinter mir. Alle Weisheitszähne sind draußen. Das waren zwei Behandlungen. Von mir aus hätten sie auch in einer alles raushauen können, weil ich da echt nicht mehr wollte. Der Zahn, der zu viel war, war zum Glück weg. Also. Jetzt sollte da nie mehr irgendetwas sein. Und wenn doch, dann ist mir scheißegal, dann reißt mir der von dem Kiefer raus, dann halte ich die Fresse. Oh Mann, ey, das war echt. Wenn du nicht weißt, was mit dir ist, ne, dann ist es erstmal so ein bisschen mehr. Und die Auswahl zwischen Tumor, Krebs oder halt nur ein weiterer Zahn ist halt. Ja, natürlich am liebsten nur den weiteren Zahn. Ne? Das wünscht man sich dann doch eher. Wobei ich mir eher wünsche, dass da gar nichts ist. Oh, Emily macht Yoga, geil. Kann ich davon ein Foto machen? Wahrscheinlich, ne?
Das tut dir nicht weh. Verknotet. Süß. Cool. Oh, jetzt habe ich wieder das falsche Tonerde-Dings gemacht, aber Schokolade. Entschuldigung, Schluck auf. Gut, Emily ist soweit zufrieden, das ist schon mal sehr schön. Naja, denkst du ja auch erstmal, Beb. Ah, die schönste oder was weiß ich, genau, interessanteste Diagnose, die ich hatte, waren. Wie soll ich sagen? Ich bin auch anatomisch etwas Besonderes, denn ich habe anormale Kniescheiben seit meiner Geburt an und es hat im Laufe meines Lebens kein beschissener Arzt feststellen können, obwohl ich Probleme mit dem Laufen habe, dass ich halt beim Laufen umknicke. Nein, es wurde darauf gemünzt, dass ich einfach zu fett sei. Anstatt dass man mich einmal röntgt, ne? Gut, dass ich dann halt sowohl beim Ballett als auch beim Akrobatik öfters Probleme hatte und mir die Kniescheiben rausgesprungen habe. Da wirklich so richtig rausgeknackt, ne? Schmerz, bewusstlos. Hätte ich das nicht gehabt, dann wären mein Arzt und ich niemals darauf gekommen, dass ich anormale Kniescheiben habe. Das Interessante ist nämlich, so eine Kniescheibe hat ja so einen kleinen Huckel, ne? Hab ich nicht. Bei mir ist die komplett knackegerade, dementsprechend oder ist die Gefahr sehr groß, was heißt Gefahr, dass halt meine Kniescheibe öfters ausspringt. Meine Güte, kann ich mit leben. Ich habe jetzt orthopädische Einlagen bekommen und für Sport und etwas schwierigere Tätigkeiten habe ich so eine extra Bandage, dass ich die halt wirklich immer dann zwischen. Das ist ganz komisch, zwischen der harten und der weichen Stelle bei meinem Knie da dran pappe und das richtig festziehe, dass ich dann halt Sport machen kann, weil ansonsten. Da fühlt man sich auf einmal 40 Jahre älter. Naja, ich meine, das wird dann womit so Dinge gewesen sein, warum ich echt bei Hürdenlauf, Stabhochsprung auch immer so verkackt habe oder Weitsprung. Und es ist dann schön, wenn meine Sportlehrer sagen, ey, du knickst beim Laufen ab. Ja, was soll ich mit dieser Information? Gehst du zum Arzt, heißt das nur, du bist zu fett, du musst mehr abnehmen. Dann knickst du auch nicht mehr rum. Als Kind hatte ich, glaube ich, auch so ein, nennt man das, orthopädisches Lauftraining oder irgendwie was. Da war was, ne? Ich frage mich echt nur, warum ist nie ein verdammter Arzt mal auf die Scheißidee gekommen, mal zu röntgen? Es kann auch nicht sein, die Begründung, ja, sie sind so fett. Dass das alles ist und damit man sich eben einen Launen macht. Ich meine ganz ehrlich, es ist kein Wunder, dass ich nicht, oder beziehungsweise habe jetzt einen besseren Draht zu Ärzten, weil ich auch gute Ärzte mittlerweile habe, aber ey, es kann doch nicht sein, mein komplettes Leben, dass ich so viele beschissene Ärzte hatte, die es einfach nicht auf Kette gekriegt haben, ihren Job zu machen. Sorry, aber da war ich ein bisschen oder bin da echt rückblickend sauer, wütend, enttäuscht wohl eher enttäuscht, ja. Traurig jetzt nicht, aber echt enttäuscht. Das kann nicht wahr sein, dass alles nur, wenn ich Christpatient bin. Das ist. Habe ich ja schon mal meinem alten normalen Hautarzt. Hausarzt, nicht Hautarzt gemerkt. Okay, das ist unwichtig. Ach so, ich habe ja noch zwei Baracken hier liegen. Also mal echt. Emily. Patrick, wo ist er? Jetzt werd doch mal wach. Schön, dass du Yoga gemacht hast, aber. Meine Damen, kommt her und hört meine Worten der Liebe zu. Oh nein, das wird jetzt peinlich. Brigitte von Antonio Napoli, wie die Spaghetti. Oh, gütiger Himmel. Brigitte, Brigitte, Brigitte in meinem Herz, du bist kein Zwerg. Für dich besteige ich jeden Berg. All meine Reichtümer sind dein. Und dein Herz, bitte, mein. Glaubst du nicht, Bridget? Ach, sie lacht. Okay, vielleicht ist Poesie nicht so ganz sein Ding. Ach komm, er bemüht sich, das ist ja eigentlich schon ganz süß und es gibt da tatsächlich viel, viel kitschigere Liebesgedichte. Verknotet. Yoga ist anscheinend doch nicht so entspannend für mich, wie ich gedachte. Ich war total verwirrt und ganz verknotet, weil sie dabei was verrenken können. Ja, das ist beim Yoga möglich.